Vor einigen Wochen war ich in Frankreich unterwegs, unter anderem in einem Grenzgebiet zu Belgien, den Ardennen. Einem mystischen Ort mit viel Wald, Sumpf und Flüssen. Und irgendwo dazwischen fanden wir ein verlassenes Gleisbett, folgten den Schienen und kamen zu einem riesigen verlassenen Geisterzug samt uralter Dampflok. Wir haben den Polarexpress gefunden und das mitten im Wald. Wirklich, wer den Film kennt, der wird mir, glaube ich, gleich zustimmen. Absolut krass. Die Dampflok war völlig verrostet und die Personenwaggons, die daran hingen, waren noch völlig unversehrt, als würden sie schon morgen wieder losfahren. Doch dieser Zug steht hier schon mehr als 20 Jahre und verrottet im Wald. Eine Zeitkapsel, die es so wahrscheinlich in keinem anderen Wald geben wird. Krass, die ganzen Details hier und so weiter. Das müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal genauer angucken. Kommt mit auf eine spannende Zeitreise mit mir zum verlassenen Geisterzug im Wald. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure. Ich befinde mich in einem relativ großen Waldstück irgendwo an der französischen Grenze in einem verlassenen Gleisbett. Irgendwo hier im Wald soll sich ein verlassener Geisterzug befinden, samt Dampflokomotive und Personenwaggons. Quasi wie der Polarexpress mitten im Wald. Wir finden uns zurzeit im Gleisbett. Hier sind schon die ganzen Schottersteine. Die Schienen müssten auch jeden Augenblick anfangen. Ob wir den Zug jetzt tatsächlich finden und wie es dort aussieht, das erfahrt ihr in diesem Video. Hier ist das alte Gleisbett. Hier sind schon überall umgestürzte Bäume, die man überqueren muss. Hier kann man auch ganz, ganz leicht so ein altes Mauerwerk erkennen, welches hier vor wahrscheinlich vielen Jahrzehnten mal gebaut wurde. Und hier auf dem Boden befinden sich die ganzen alten Schottersteine. Man kann halt ganz grob erkennen, dass hier mal das Gleisbett gewesen sein muss. Es ist halt echt so krass, wie das Ganze inzwischen von Laub überdeckt ist. Auch hier an den Seiten, der Hang ist völlig von Bäumen überdeckt. Nur an der Seite hinten ist irgendwo eine Kuhwiese. Das ist echt krass. Hier auch ein Baum, der mitten am Ende auf dem alten Gleisbett gewachsen ist. Und schon kleine Blätter hier raussprießen. Ich glaube tatsächlich da vorne, ja ziemlich sicher, taucht schon der erste Waggon auf. Und wenn mir nicht alles täuscht, ist das schon einer der Personenwaggons, der hier irgendwann mal im Wald abgestellt wurde. Es ist halt wie so ein... Ah ja, das ist ein Abstellgleis. Hier vorne sieht man diesen Bock, der immer so einen Gleis beendet. Und hier fangen sogar die Schienen an. Seht ihr das? Guck mal, hier hinter mir ist dieser alte Endstationsbock. Hier ist auch ein Baum direkt davor gewachsen. Und vor mir befindet sich jetzt der Zug mit den Waggons. Sieht ziemlich krass aus, wie das Ganze hier mitten im Wald liegt. Das Problem ist, es sieht auf den ersten Blick so aus, als wären die Waggons zugespeist worden. Vielleicht finden wir aber einen Weg, da reinzukommen, weil das wäre natürlich besonders interessant. Aber auch so von außen wirkt es jetzt schon wirklich wie der Polarexpress. Ihr werdet es gleich sehen. Tja, und hier taucht tatsächlich der Zug so richtig auf. Schön hinter den Bäumen verwachsen. Allein dieses Bild hier sieht schon so krass aus, weil es auch so weit nach vorne noch durchgeht. Die ganzen Äste hier verdecken den Zug so ein bisschen. Hier sieht man schon so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Stutzen, die beim Zug immer rausgucken, um einen Waggon mit den anderen zu koppeln bzw. dafür zu sorgen, dass die Waggons nicht aneinander stoßen. Die prellen das ja hier, Prellbock heißt das wahrscheinlich, prellen das immer so ein bisschen ab.
Hier war der Durchgang in den nächsten Waggon. Allerdings endet der Zug ja hier. Da vorne ist schon so ein bisschen die Treppe eingebrochen. Aber er steht immer noch und sieht wunderschön aus, so verrostet, wie er hier im Wald liegt. Ein richtiger Geisterzug. Wir können hier erstmal eine Ecke weiter an dem Waggon entlang gehen. Die ganzen Fenster sind halt auch komplett zugeschweißt. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund. Wer weiß, was dahinter noch schlummert. Vielleicht ein voll eingerichteter, luxuriös ausgestatteter Nachtzug oder sowas. Man weiß es nicht. Hier sind auf jeden Fall, ja, das Fahrwerk samt Federung. Ist sogar noch so ein ganz bisschen altes Öl dran. Die Schienen. Vielleicht kommt man auf der anderen Seite rein. Ganz da vorne sind die Loks. Ey, krass. Eine Sache, die direkt auffällt, was wirklich so ein bisschen denken lässt, ist ein besonderer Zug. Hier steht so ein 25-Jahres-Zeichen, also vermute ich mal, diese 25. Dann steht hier noch Freien, F-R-E-I-N. Krass. Also das ist wirklich mal was Besonderes. Alter, ich glaube sogar, ich habe einen Eingang in einen der Waggons gefunden. Hier an der Seite ist so eine kleine Lücke. Vielleicht kommen wir da rein. Bevor wir uns die Lokomotive angucken, sollten wir auf jeden Fall zumindest versuchen, in einen der Waggons zu kommen. Selbst wenn nichts mehr drin ist. Die Bestätigung möchte ich gerne haben. Hier, wo ich jetzt stehe, kann man auf jeden Fall sehen, wo die zwei Waggons verbunden waren. Und zwar genau dort in der Mitte. Diese Gummis da konnte man normalerweise so ausfahren. Diese Gummis da haben Waggon und Waggon verbunden. Ja, ihr kennt es ja von jedem anderen Zug, nur dass der hier halt um einiges älter ist. Ich bin jetzt gerade mal hochgeklettert, bin genau zwischen den Waggons und hier gibt es tatsächlich ein kleines Fenster, wo man mal reingucken kann und es sieht abgefahren aus. Ich möchte euch noch gar nicht zu viel zeigen. Ich muss jetzt irgendwie einen anderen Eingang reinfinden, aber wenn wir da jetzt wirklich reinkommen, gerade dadurch, weil es da drin so dunkel ist, ist das eine ganz andere Welt, wie in einem U-Boot oder so. Wir haben den Polarexpress gefunden und das mitten im Wald, wirklich. Wer den Film kennt, der wird mir, glaube ich, gleich zustimmen. Absolut krass. Eingang gefunden, Leute. Ja, glaubt's nicht. Wir sind im Waggon. Ich zeige euch jetzt mal, warum ich meinte, dass sich das lohnen wird. Guckt euch bitte das an. Hier ist ein vollständig eingerichteter Personentransportwaggon. Ich weiß nicht, ob der aus den 60ern ist. Vielleicht sogar Ende der 50er Jahre. Der gehört halt einfach zu so einer Dampflok. Vollkommen aus Holz von innen. Die Sitzbänke aus Holz. Dadurch, dass alles zugeschweißt ist, könnte man denken, dass wir hier bei Nacht drin sind. Das ist eine Atmosphäre, die gibt's wirklich gar nicht. Krass. Krass. Die ganzen Details hier und so weiter. Das müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal genauer angucken. Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen. Dieser ganze Waggon ist noch voller alter Sitzbänke aus den 60ern. Hier sind Leute gefahren, damals gab es keine Handys. Damals hat man noch ganz normal Zeitung gelesen. Saß hier, hat sich vielleicht sogar noch unterhalten. Sowas gibt es auch nicht mehr heutzutage. Und ist ganz gemächlich mit einer Dampflok in diesen Waggons gefahren. Hier gibt es übrigens noch solche Details. Wie non-formes wahrscheinlich nicht betätigen, wenn es kein Problem gibt. Das ist, glaube ich, die Notbremse tatsächlich. Hier an den Fenstern steht auch noch was, das ist halt ein französischer Zug, deswegen verstehe ich das nicht so richtig, was da steht. Wer das übersetzen kann, kann das sehr, sehr gerne mal tun. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Guck mal, hier gibt's an so einem Sitzplatz auch noch so Sachen wie so einen kleinen Tisch. Die Gepäckablage hier oben drauf, um die Koffer abzulegen, die sind heutzutage auch ganz anders. Und es waren immer so kleine Abteile, die dann wieder mit einer Holzwand voneinander getrennt waren. Also immer zwei Sitze, ne? Zweimal vier Sitzplätze und dann eine Holzwand und dann ging es weiter zum nächsten. Hier ist ein kleiner Wagen, hier sind wahrscheinlich die Sicherungen drin oder sowas. Und auf der anderen Seite ist sogar noch eine Toilette. Hier steht WC, weltweit wahrscheinlich das gleiche. Hier ist die Toilette, da ging es direkt aufs Gleis, einfach die Kacke aufs Gleis gesetzt. Hier konnte man spülen, ein kleines Licht gab es. Und hier kam die bekannte Seife raus. Es
Das gibt's auch. Alter, da kommt sogar noch ein bisschen was raus, ne? Ja, da konnte man sich dann die Hände waschen. Das Waschbecken ist halt komischerweise weg. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo dran gewesen sein. Hier steht auch noch was auf Französisch. Boah, das kann ich nicht lesen. Hier war auch mal ein Spiegel, der hängt aber leider auch nicht mehr. Allein, dass dieses Klo noch so vollständig und gut erhalten ist. Kein Graffiti ist halt so selten. Sowas findet man normalerweise nur in einem Museum oder so. Unglaublich. Hier ist vielleicht ein wichtiges Indiz, wozu der Zug gehört hat, weil hier ist ein Wappen. Ein Schwert mit Blättern darunter oder so, ein Dolch. Was für eine Zuggesellschaft war das? Weiß das jemand? Es gibt auch immer so Leute, die sich mit Zügen auskennen. Vielleicht kann das jemand in die Kommentare schreiben. Kurz danach sind wir auch schon am Ende des Waggons angekommen. Hier gibt es auf beiden Seiten nochmal Türen und dann ging es theoretisch weiter in den nächsten. Aber hier ist halt dicht. Wir können aber trotzdem nochmal ganz rüber gucken. Dieser Blick ist wirklich unglaublich. Das muss man sich mal vorstellen. Da findet man einen vollständig eingerichteten Zug samt Sitzen und Lok. Ich glaube, es sind vorne sogar mehrere Loks mitten im Wald. Und seit Jahrzehnten war gefühlt keiner mehr hier. Überall liegt Staub drüber. Es mufft hier auch so leicht, als ob der schon lange stand. Es riecht aber auch immer noch nach so einem typischen Zug. Ihr wisst ja, wie Züge riechen und irgendwie riechen sie immer ähnlich. Und auch dieser hier riecht so. Hier wurde nichts zerstört. Ich hoffe, dass das noch ganz, ganz lange so bleibt, weil das ist wirklich ein richtiges Relikt aus alten Zeiten. Wenn ich mir vorstelle, wie damals, und es gab ja so viele verschiedene Dampflokomotiven auf der ganzen Welt, wie die Leute damit hin und her gefahren sind, zu Zeiten, als es noch nicht mal Diesellokomotiven gab, eine riesige Rauchwolke hinter sich hergezogen haben. Ich muss auch ein bisschen an den Hogwarts Express denken irgendwie. Das ist schon eine ganz andere Welt und vor allem ein ganz anderes Reisen gewesen damals. Ich gucke mich hier noch kurz zu Ende um und dann lasst uns mal weitergehen, weil die Dampfloks da vorne interessieren mich nochmal ganz besonders. Und ich denke euch auch. Mal ein ganz, ganz anderes Video. Ich hoffe, euch gefällt das. So Leute, wir stehen jetzt direkt vor den Loks. Da sind die Waggons, von denen wir kommen. Hier in dem zweiten waren wir gerade drin. Und hier tauchen jetzt die Lokomotiven auf. Die sind hintereinander abgestellt. Hier ist die erste kleine, eine Safir. Steht auf jeden Fall da drauf. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Loknamen überhaupt nicht aus. Die ist auch schon ziemlich ausgeschlachtet, würde ich meinen. Und dennoch sieht das ziemlich cool hier drin aus. Ein riesiger Stahlklotz am Ende. Alter Schwede, ich war noch nie in meinem Leben in einer Dampflokomotive. Das ist jetzt die erste etwas kleinere Lok. Hinter mir kann man rausgucken. Krass. Hier gibt es auf jeden Fall noch den riesen Ofen. Hier hat man früher mit Kohle wahrscheinlich geheizt. Also eingeheizt, dass die Dampflok fährt. Hier konnte man irgendwelche Hebel einstellen, auch hier oben hin und her bewegen. Ein ganz bisschen funktioniert das auch noch. Ist halt wirklich eine kleine, wahrscheinlich eher eine Güterlok oder so aus damaligen Zeiten. Wirkt aber trotzdem ziemlich cool mit den alten, verrosteten Wänden. Auch ein bisschen wie so ein gesunkenes Schiff oder so. Ich bin jetzt wieder aus der kleinen Lok raus und hinter mir liegt die Megalok. Die Antriebslok für unseren Polarexpress. Den Geisterzug mitten im Wald. Ich bin extrem, extrem gespannt, wie das Ding von innen aussieht, weil ich sowas halt noch nie gesehen habe. In der kleinen Lok waren wir jetzt, aber die große ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Dahinter geht tatsächlich auch noch ein kleiner Güterbahnhof weiter mit weiteren Waggons und so einer Drehscheibe, wo man die Züge sozusagen austauschen konnte. Ich weiß gar nicht genau, wie sich sowas nennt, aber ich denke, diese Fachbegriffe könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich zeige euch jetzt mal die Riesenlok. Das ist unglaublich. Die ist bestimmt 30, 40 Meter lang. Vor mir ist der riesige Kohletank.
Tender heißt es, glaube ich. Bin mir nicht sicher, vielleicht heißt es auch anders, aber hier kam die komplette Kohle rein, die die Lok zum Verbrennen brauchte. Schaut euch mal diesen riesigen Tank an, dann wisst ihr, wie ineffizient am Ende solche Dampflokomotiven waren, weil da so viel Ressourcen verbrannt wurden, nur damit dieses tonnenschwere Ding betrieben werden kann. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was so eine Dampflok am Ende wiegt. Wahrscheinlich über 100 Tonnen, aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube, hier vorne sind sogar Angaben, die das bestätigen könnten. Ach, guck mal hier, da steht sogar auf Deutsch da. Kohle 10 Tonnen, Wasser 30 m, weiß ich nicht, was das heißt. Vielleicht wiegt die Lok 126 Tonnen gesamt. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist mit den Schriften, aber hinkommen könnte es. Weil wenn man sich alleine mal das Fahrwerk nur für dieses Kohleding anguckt, ist bestimmt 6 Meter hoch oder so. Es ist unglaublich. Ich will nicht wissen, was allein so eine Achse wiegt. Unglaublich. Dahinter taucht dann die Lok auf und das ist wirklich krass. Ich denke mal, das wird für damalige Zeiten auch schon eine größere Lokomotive gewesen sein. Die wurde hier hingeschoben, wahrscheinlich irgendwann mal von dieser Güterlok, die ganz kleine da vorne. Die wird dann auch hier abgestellt worden sein. Sie ist komplett verrostet, wirkt wie so ein uralter, rostiger Wal, der hier auf den Schienen steht. Aufgrund dessen, dass das deutsche Schrift ist, vermute ich mal, dass sie aus der ehemaligen Reichsbahn stammen müsste, die es in Deutschland ja überall gab. Völlig verrostet an vielen Stellen. Die Räder voll mit Moos und Rost. Und der Brennkessel vorne am Ende schon völlig durchgerostet. Von vorne wirkt sie natürlich noch mal krasser. Hier seht ihr sie mal komplett. Es gibt's gar nicht wirklich. Ich bin so beeindruckt, dass dieser ganze Zug hier einfach mitten im Wald steht. Wir müssen mal irgendwie versuchen, da reinzukommen. Vielleicht kommen wir auf der anderen Seite rüber, weil da hinten ging es, glaube ich, nicht. Wir gehen mal hier hoch. Ja, meine ich, kann man sogar in den Brennkessel gucken. Ja, den kann man vorne aufmachen. Hier drin braucht man auf jeden Fall eine Taschenlampe. Aber wir sind im alten Brennkessel der Dampflokomotive. Hier wurde in irgendeinem Prozess, den ich auch nicht genau erklären kann, die Kohleteile von hinten verbrannt und dann irgendwie in Energie umgewandelt. Es muss mit Hitze zu tun haben. Ein übelster Stahlkessel, alleine der muss so viel wiegen. Sowas sieht man normalerweise nur in Fabriken oder so. Aus diesem Schlitz hier über mir, da kam der Rauch dann am Ende raus. Also dann, rein in die Lok. Wir haben hier den Einheizkessel. Wird wieder zum Einheizen die Kohle reingekommen sein. Man konnte hier auch über so eine Trittstufe, glaube ich, hochklettern, um die anderen Hebel hier zu betätigen, die zum Beispiel auch an der Decke noch montiert sind. Hier gab es große Drehrädchen zum nach links und rechts drehen, um irgendwie vielleicht mehr Luft ans Feuer zu geben oder so. Ich habe keine Ahnung, wozu die genau da sind. Da müsst ihr wirklich in den Kommentaren mithelfen, damit alle verstehen, wie das Ding hier technisch funktioniert hat. Hier muss man leider ein bisschen aufpassen. Die ist nämlich schon echt gut verrostet. Teile hiervon sind auch aus Holz gemacht. Da, wo ich jetzt drauf trete, das ist zum Beispiel Holz. Und hier gibt es dann diese kleinen Luken, wo man durchgucken konnte und den Bauch der Lok sieht. Unglaublich, oder? Ich glaube, in so einer Lok gab es ja immer jemanden, der die gesteuert hat und einen, der Heizer war. Und der hat dann immer die Kohle hier mit einer Schippe abgeschüppt. Hier konnte man natürlich die Luken auch zumachen. Oder nur Teile der Luke öffnen, meine ich. Und der hat dann von dort hier in den Heizofen geschüttet. Die ganze Kohle kam genau da rein. Nachdem wir uns die Lok angeschaut haben, möchte ich mit euch unbedingt die alten Schienen noch mal ein bisschen entlang gehen. Denn hier kommt man tatsächlich noch über eine kleine Brücke, die auch wirklich schön zu sein scheint. Hier geht man die Brücke entlang. Hier kann man die Schienen auch noch richtig gut erkennen. Hier ging es runter zu einem Fluss. Da hinten steht der Zug. Direkt an der Brücke. Hey, sowas habe ich wirklich noch nie gefunden. Gebt zu, das ist doch ein ultra geiler Lost Place hier, oder nicht? Also ich bin extrem fasziniert. Noch ein Stück weiter kommt man hier tatsächlich zu einer Weiche. Und diese Weiche scheint man sogar noch einstellen zu können. Wenn ich genügend aufwende, um die Weiche zu verstellen, dann bewegt sich das da hinten noch. Ich habe mich jetzt am Ende nochmal wieder hinter die Lok gesetzt, um das Video an der Stelle zu beenden.
Eine unglaubliche Zeitreise hier, mitten im Wald, dieser Zug, alles zugewachsen, der Weg über das alte Gleisbett erstmal bis hierhin, das Innere der Waggons und der Lok. Ich bin extrem begeistert. Auch wenn es vielleicht nicht das längste Video war, aber auf jeden Fall war es super spannend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt sehr gerne, was ihr hierüber wisst, in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr von diesen Videos zu verpassen. Ich verschwinde jetzt wieder durch den Wald, wo wir hergekommen sind und lasse die Lok hier zurück. Bis bald, Leute. Ciao. Nach dem Videodreh machte ich mich nochmal an die Recherche, um ein bisschen mehr über diesen Zug herauszufinden. Und tatsächlich stieß ich auf einen Eintrag von einem Museumsverein, der diesen Zug wohl 2008 gekauft haben soll. Damals sollte dieser Zug für mehrere Millionen Euro restauriert werden. Doch das Geld fehlt bis heute. Daher steht dieser Zug weiter auf seinem Abstellgleis und vermodert immer weiter. Inzwischen dürften die Kosten so hoch geworden sein, dass sich eine Restauration aus Sicht des Museums nicht mehr lohnen wird. Der Zug bleibt wohl also ein Geisterzug und wird für immer hier im Wald liegen.